Backstage, der We Show It Podcast hinter den Kulissen von Wirtschaft und Industrie. Praxisnah um die Ecke gedacht und auf Tuchfühlung mit den Machern. You know it, we show it. Herzlich willkommen heute hier in der Chevy Lady. Wir fangen direkt an, wenn du möchtest. Wer bist du, was machst du? Stell dich mal bitte kurz vor. Ja, da wissen die Leute, die nicht so digitalen Fans wie gerade. Ich habe gerade gesehen, du musst ja richtig schon Autogramme quasi geben und Fotos machen wie ein Promi, richtig? Ja. Von daher sag doch mal, wer du bist und was du gemacht hast, beziehungsweise woher man dich kennen könnte. Ja, also ich lebe seit 15 Jahren in Hamburg, habe verschiedene Digital-Marketing-Firmen gegründet. Am Anfang relativ unspektakulär, Banner, Einkauf, Verkauf so ungefähr. Dann später die Banner, die dich verfolgen. So dieses Retargeting. Zwei verschiedene Firmen haben die verkauft, an Bertelsmann, an Zalando. Und ich habe irgendwann nebenher angefangen, Seminare zu machen, eine kleine Konferenz zu machen, OMR, Online Marketing Rockstars damals noch. Und das hat dann irgendwann, wurde das mein Hauptjob. Ich habe eine Redaktion aufgebaut, machen dann sozusagen eine Publishing-Seite, ein Portal mit Studien, mit weiterhin Seminaren, mit einer Jobplattform, mit einem ganz großen Podcast-Produktionshaus-Vermarkter und jetzt vor allem mit einem Live-Event einmal im Jahr in Hamburg. Jetzt aktuell planen wir fürs nächste Jahr mit 60.000 Besuchern, also dann das größte Digital-Event Deutschlands, eines der größten in Europa. Und das ist sozusagen jetzt mein Lebensstil. Wir haben ungefähr 100 Mitarbeiter bei uns in der Firma. Und ich darf leider die Geschäftsführung machen, sozusagen. Hättest du das mal gedacht vorher, dass du so einen Weg einschlägst, beziehungsweise dass du so eine, sag mal, man hat den Eindruck, es macht ja auch noch Spaß. Dabei. Total. Also ich habe es gerade schon hier ein, zwei Freunden erzählt, das ist einfach ein geiles Leben, wenn man alles so trifft, was man alles so erleben kann, so wie man, ich bounce so durch die Gegend, auch selber viele Podcasts und so, also kannst du nur dankbar sein. Auch, wir haben natürlich auch Glück gehabt vom Timing her. Wenn du heute so ein Event anfangen würdest, wäre es viel schwieriger. Gibt es viel mehr. Damals, als wir losgelegt haben, gab es weniger. Wir sind richtig auf der Welle von Google und Facebook mitgewachsen. Also ich habe da viel Grund zur Dankbarkeit. Und natürlich war das nicht geplant. Sondern ich hatte vorher immer schon vor, mit Startups Geld zu verdienen. Ausgerechnet dieses Projekt jetzt hier war ja so ein Nebenjob eigentlich, so Seminare zu machen, weil mich so viele Leute gefragt haben, dann mal eine Konferenz zu machen. Aber es war nie so, dass ich dachte, okay, das wird mal das Ding, was es heute ist. Und ich habe die Lücke auch gar nicht so richtig gesehen am Anfang. Dann habe ich über die Jahre entdeckt, da ist eine richtige Marktlücke für das und für das und für das. Und jetzt ist es halt das geworden, was es ist. Was ist denn für dich Startup? Ist irgendwie generell was Neues anzufangen. Also irgendwie bei Null anzufangen. Das ist so, finde ich, Startup. Also wenn du wirklich jetzt mit wenig bei Null anfängst, egal was du machst, kann ja auch was Karitatives sein, das kann was Hobbymäßiges sein, das kann natürlich ein Job werden. Aber das ist für mich Startup. Ja, weil OMR ist ja jetzt eigentlich nicht eine Startup-Veranstaltung, sondern ist ja ein Generalist, Online-Marketing, Werbung, sage ich jetzt mal, ich habe das Gefühl, letzten Jahre noch technischer vor allem, also wie Technologie funktioniert und eingesetzt werden kann. Also, wie kommt ihr an das Wissen selber dran, und um das aufzubereiten? Also, ich meine, unsere DNA ist in der Tat Marketing. Also, ich habe damit angefangen, damit kenne ich mich aus, so Digital-Marketing. Und dann ist es halt immer breiter gewachsen und mittlerweile ist Startup halt ein auch Thema bei uns, also wo weil gerade bei Startups Marketing mit essentiell ist, wo kommen die ersten Kunden her, wie kriege ich irgendwas Unbekanntes, Neues, groß, also da gab es immer eine sehr, sehr enge Verwandtschaft zwischen Marketing und Startups und wie komme ich da an meine Infos? Also ich lese sehr viel bei Twitter, ich kenne natürlich, mache ja meinen eigenen Podcast, treffe darüber viele Leute, spreche viel mit Leuten, lese kreuz und quer im Netz, höre andere Podcasts, um halt so ein bisschen zu verstehen, wie machen Firmen heutzutage Marketing, und dann natürlich auch, was gibt es für Firmen, bei denen man es lernen kann. Das sind häufig tatsächlich Startups oder so mittelgroße Firmen. Selten in Podcasts, glaube ich, Gast eigentlich, ne? Immer mal wieder, aber jetzt klar, im Vergleich zu den eigenen natürlich viel weniger, klar. Gibt es einen Grund dafür? Machst du bewusst oder weil du keine Anfragen hast? Nee, ja, also schon, ich kriege Anfragen, aber ich muss auch einfach so ein bisschen seine Schauplätze da auswählen. Ich habe jetzt ja auch am Ende versuche ich das ein bisschen zu kontrollieren, weil sonst schafft man es zeitlich, kostet immer eine Stunde, häufig muss man dann irgendwie vorbereiten, nachbereiten oder so irgendwo hinreisen, das schaffe ich nicht. Und ich finde auch, dass so eine gewisse Dosierung ist okay. Thema Podcast ist bei uns immer so, die Leute fragen, wie monetarisiert man einen Podcast? Kann man das monetarisieren? Auf jeden Fall. Also meine These aktuell ist, wir werden im nächsten Jahr, also 2020, zum ersten Mal Podcast-Millionäre sehen. Also Leute, die mit ihrem Podcast Umsatz im Millionenbereich liegen. Und wenn sie dann das alleine machen und mit einem kleinen Team machen, dann
bleiben da wahrscheinlich noch 1 Million übrig. Das ist ja schon echt mal viel Geld. Und die oder einige deutsche Podcasts sind auf der Flughöhe im Sinne von Werbegeld in der Dimension. Das dauert dann noch eine Weile, bis es dann runterkommt auf die kleineren Formate. Aber ich glaube, wir sehen, dass einfach Werbung das Thema immer mehr erkennt. Es wird dann genauso über den Reichweiten-Deal laufen, so wie bei Social Media? Oder wird das da, weil das ist ja momentan etwas schwierig zu messen, vor allem was die Reichweiten angeht? Ja, ist bei Podcast auch schwierig zu messen. Mhm. Aber ich glaube, bei Podcast ist noch mehr auch einfach die Relevanz. Also ich kenne wenige, die jetzt Podcasts rein auf Reichweiten, auf TKP oder so vermarkten, sondern es geht darum, Fixpreis, du guckst dir an, was ist für ein Format, wer ist der Host, wie gut passt das, wer ist da die Zielgruppe, will ich die erreichen und gibt es eine andere Möglichkeit, die so eindringlich und stark und intensiv zu erreichen? Meistens nicht. Und deswegen sind die Preise dann jetzt natürlich auf Basis von Reichweiten, aber jetzt nicht über Reichweiten abgerechnet. Würdest du denn einem Startup raten, einen Podcast als Werbemittel zu machen quasi, um sich um selber damit Aufmerksamkeit zu generieren? Also das kann schon funktionieren, aber generell muss man sagen, Podcasts wachsen sehr organisch. Es gibt kaum Podcasts, die jetzt irgendwie so explosionsartig wachsen. Es gibt ganz wenig Beispiele. Normalerweise baust du dir wirklich Woche für Woche oder was organisch deine Hörer auf. Und als Startup ist ja die Frage, ob du die Zeit hast, ne? Das abzuwarten. Also ich glaube, wenn du jetzt wirklich schnell wachsen willst, schnell die ersten Kunden haben willst, gibt es Kanäle, wo du auch kostenpflichtig werben kannst zum Teil, wo du das effizienter hinbekommst und noch schneller vor allen Dingen. Aber einen Podcast zu machen, ich meine, der Aufwand ist so klein, wenn man da ein gutes Thema hat, da auch ein gewisses Talent für hat, why not, ne? Deswegen haben wir einfach erstmal ein Auto. Ja, ist schon mal ein erster Schritt. So. Und ein Mikrofon. Den gibt es ja seit einem Jahr, den Podcast. Der ist halt so aus dem Bedarf entstanden, dass wir halt interessante Menschen getroffen haben. Irgendwie das erste Jahr von Leuten, also Projekte, Zusammenarbeit, unsere Veranstaltungen. Und da haben wir beschlossen, okay, Video ist halt jedes Mal viel zu aufwendig, dass du halt jedes Mal den Schnitt dabei hast. Und eigentlich guckt sich keine alte Männer beim Unterhalten an. Und das ist halt in unserer digitalen Wirtschaft häufig noch so, dass man eben darauf zurückgreifen muss. Aber wie würdest du denn einer Firma jetzt empfehlen, vorzugehen, quasi, um sich Podcast als Marketing-Tool zu nutzen zu machen? Also was das Grundsetting, was muss man an Skillset haben, wenn man nicht so der Techniker ist, an das, was Werbeschaltung und Werbeschreibung, also das... Ganz wenig, also Werbeschaltung ist ja, also wenn du überhaupt Werbung in deinem Podcast drin haben willst, dann... Ja, ich meine, um ihn zu bewerben, dass er die Reichweite bekommt, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Das ist natürlich wieder ein bisschen schwieriger, weil es gibt halt im Podcast-Bereich eine Situation, wo du so ein Discovery-Problem eigentlich hast. Es gibt viele gute Podcasts, die findet aber keiner, weil es gibt keinen Podcast-Feed, es gibt keine Podcast-Suchmaschine. Also da haben die Inhalte echt Probleme, gefunden zu werden. Das war halt bei anderen, bei Webseiten oder so ganz anders. Deswegen, also was eigentlich ist es so, dass man sagt, Podcasts klappen dann gut, wenn man in anderen Podcasts wirbt, in anderen Podcasts zu Gast ist. Weil das dann sozusagen innerhalb des Mediums sozusagen einen Werbeeffekt häufig hat. Aber klar, man kann es natürlich bei Facebook ein bisschen pushen, man kann es ein bisschen bei Instagram pushen, aber ich glaube, du brauchst wirklich die redaktionellen Hinweise, irgendwelche Referrals, sowas. Was ist bei euch so das Nächste, was jetzt ansteht? Also du hast gerade schon ein bisschen angeteasert, dass es halt auf 2020 jetzt... Festival ist auf jeden Fall ein großes Thema, klar, das ist über die Hälfte unseres Umsatzes. Und dann haben wir jetzt so ein bisschen für die nächsten Monate den Plan, im Education-Bereich mehr zu machen. Also man kennt uns jetzt ja so nach vorne raus stark im Podcast-Bereich, weil das ist auch sehr sichtbar, ne? Das Event ist auch sehr sichtbar, aber so Education, Trainings, E-Learning, das ist halt dann ein bisschen spitzer vom Produkt her, das kriegt nicht jeder mit, aber da machen wir schon auch ein bisschen was und da wollen wir noch mehr tun. Bist du herzlich eingeladen, wir machen Gamification Day nächstes Jahr zum Thema E-Learning und Bildung. Ah, okay. Hatten halt dieses Jahr Education und HR, also Onboarding und Personalführung sehr stark und IT Security, wie man über Gamification Serious Games. Mhm. Und wir sind halt von ganz vielen Leuten angesprochen worden, VR und VR. Da wäre jetzt, würde ich auch sowieso jetzt hinwollen mal, was glaubst du, wie der Werbemarkt in dieser Welt funktionieren wird, weil da kriegst du ein neues Medium dazu. Also ich persönlich muss gestehen, finde das zwischendurch tatsächlich mal ein Ausgleich, einen Screen in der Brille zu nutzen, auf dem Sofa zu liegen und mir dann mal so ein bisschen rumzusurfen oder mal das eine oder andere Achterbahnfahrt zu machen, um mal abzuschalten. Aber tatsächlich so den Real Case, wo ich es im Alltag irgendwie einsetze, sehe ich auch noch nicht so richtig dabei. Ich weiß, könnte mir das vorstellen, aber gerade im Bereich Bildung, wo du halt in so einer virtuellen Welt Leuten was erklären kannst, finde ich halt sehr spannend. Aber da gibt es extrem viele Beispiele, die bei uns ankamen, die halt aus diesem Bildung, Education, Schulung, Sicherheitsmaßnahmen präsentieren und sowas, die kamen halt alle rund um den Gamification Day aus der VR-Welt.
wird es da, weil es kein Advertising, ist der Advertising schwierig oder ist der, weil der Content aufproduzieren so hochwertig ist oder aufwendig ist? Was glaubst du? Also ich kenne mich da zu wenig mit aus, ich kenne die Reichweite noch nicht so genau. Also ja. Sag mal, Werbung ist ja schon auch am Ende, muss er erstmal Reichweite drauf haben. Also wie viele Leute dann da jetzt erreicht werden könnten, kein Gefühl, aber mein wird noch nicht so groß sein. Dann klar, so eine neue Werbeform zu evangelisieren, an die Agenturen ranzutragen. Es geht im Podcast-Bereich vergleichsweise leichter, weil man halt wirklich auch aufwandsarm was testen kann. So ein Creative zu produzieren, kostet kein Geld und so. Das könnte jetzt im VR-Bereich anders sein. Also ich bin aber generell bei diesem Thema auch noch ein bisschen skeptischer, was die Durchdringung anbelangt. Also es gibt natürlich sozusagen Spezial-Use-Cases, auch du bist natürlich jetzt so eine First-Mover-Zielgruppe, die man damit dann dafür gut abholen kann. Aber so in der Masse kenne ich jetzt kaum Applikationen, wo man sagt, okay, klar, das ziehen sich jetzt Tausende von Leuten rein über VR oder sowas. Was für Bildungsthemen werdet ihr behandeln? Also wir kommen immer von digitalem Marketing okay. erstmal. So, wie lerne ich, wie geht was, wie geht Instagram, wie geht Werbung bei Pinterest und so weiter und so weiter. Dann mal gucken, dass wir vielleicht, wenn das gut läuft, wenn wir dann so eine Mechanik gefunden haben, das zu verkaufen, zu monetarisieren, auch sauber zu strukturieren, dass die Produkte erfolgreich sind, dass man dann auch mal ein paar Themen über Digital Marketing hinaus nimmt, aber noch sind wir da nicht. Offline first heißt für dich? Immer mal wieder ein bisschen auch sozusagen Erdung im rechten Leben, total wichtig, vor allen Dingen Blick auf meine Kinder ist offline ganz wichtig. Ja, aber offline first. Gibt auch Geschäftsmodelle, wo ich glaube, es offline besser funktioniert. Also ich hatte selber jetzt eine Präsentation irgendwie vorbereitet, wir machen ja einmal im Jahr so eine ganz große und da sieht man, dass bestimmte auch Startups in den letzten Monaten über Offline-Aktivitäten viel stärker gewachsen sind als über Online-Aktivitäten. Das ist schon krass. Mhm. Also, aber nimmst du dir Zeit für offline sein? Also du sagst, ich bin jetzt mal 2 Tage, 3 Tage raus, liebe Leute. Ja, das ist schlimm. Das mache ich nicht, leider. Okay. Also so müsste ich mal machen. Denke ich auch manchmal, dass es das mal ganz gut wäre. Digital Detox. Ja, wirklich. Machen ja auch viele. Ja. Ich habe immer noch das Gefühl, ich mache das in so einem Maße, dass es mich jetzt nicht wirklich stresst oder ich jetzt nicht das Gefühl habe, boah, Philipp, du bist jetzt irgendwie kurz vor Nahtod. Sondern ich bin schon viel am Handy, ehrlicherweise, weil ich auch da meine Nachrichten lese, weil ich Spaß habe, auch privat mit Leuten zu chatten oder sowas, meine E-Mails da mache und so. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich tue jetzt was mich langfristig schädigt oder wo ich jetzt mir Schaden zufüge. Und trotzdem würde ich mal gerne wieder eine Situation haben, einfach mal so Interesse halber, mal 2-3 Tage jetzt ohne Handy. Mal habe ich so einen Sonntag, wo ich das Handy nur 5-mal in die Hand nehme, aber immerhin 5-mal und so. Aber meistens habe ich es einfach häufiger und mal gerne wissen, so mal so ein Wochenende oder 3 Tage ohne Handy. Aber es wird ja auch häufig erwartet. Und dann willst du dich irgendwie mit einem Kumpel zum... Erwartest du das von deinen Mitarbeitern? Nee, erwarten nicht. Eine Ever-Online-Time oder gibst du ihnen die Empfehlung, selber mal abzuschalten? Oder? Gar keine Empfehlung. Also das macht jeder, wie es für richtig hält. Mal posten wir haben so eine Arbeitsgruppe, da was rein an einem Sonntag und es kommen sofort 20 Antworten, weil irgendwas lustig ist und sind halt auch irgendwie alle am Handy. Aber du kannst es ja, das Schöne und Problematische zugleich ist, in meinem Handy, ich habe eins nur, da laufen dann alle Sachen zusammen. Wenn ich da jetzt irgendwie mich mit einem Kumpel per WhatsApp kurz zum Fußball gucken verabreden will, am Samstag, das wird ja erwartet, das geht ja nur darüber, dann nehme ich halt mein Handy in die Hand, dann sehe ich, ah, guck mal, da kommen jetzt in unserer Arbeitsgruppe oder so und so eine Gruppe irgendwas an, dann reagierst du ja darauf. Ne? Also, das jetzt sein Leben komplett ohne Handy zu steuern, das ist ja ohnehin schwer, weil wenn ich irgendwo privat hinfahren will mit dem Roller oder mit dem E-Roller, dann will ich mich kurz bei irgendwo da anmelden oder Car2Go oder. Das heißt, eigentlich müsste man beim Urlaub sein, so wirklich komplett off, wo man das Handy de facto gar nicht braucht. Noch nicht mal, um ein Wort zu übersetzen oder irgendwie was mit PayPal zu bezahlen. Also sonst hast du es ja eh in der Hand und dann bist du einmal wieder drin. Wie arbeitet man bei euch? Also das Thema New Work und Agility und weiß ich nicht, ja, die ganzen Schlagworte, die man da jetzt in den Pott schmeißen könnte. Also wir haben jetzt nicht 100. So diese eine Philosophie, die alles überragt und sagen, ey, wir sind jetzt voll auf dem Thema, das ist unsere Vision, Theorie, an der wir hängen. Sondern es ist halt schon so, klar, wir nutzen jetzt viele Tools. Wir nutzen jetzt natürlich WhatsApp und Slack oder Google Chats in dem Moment und tausend andere Sachen. Das schon. Aber jetzt so New Work, wir haben Büros, die einfach prinzipiell zentral sind und so ein bisschen älter, schön irgendwie. Und dann machen wir da Sachen, die wir für richtig halten. Klar gibt es eine Dartscheibe, die gerade von allen genutzt wird und sowas und eine Tischtennisplatte und es gibt irgendwie Küchen und ab und zu kocht mal einer für alle und so. Wie, kein Kicker? Tatsächlich kein Kicker. Dann seid ihr kein Startup. Ja, bitte. Ja. Aber wir haben jetzt nicht so, ich habe auch so bei den Büros, haben jetzt
Platz so für so 120 Leute ungefähr. Und es ist immer im Umbruch, es tut sich was, wir haben Events, da werden Sachen irgendwo gelagert. Bei uns im Büro ist immer so ein bisschen auch Chaos. Das, was ich auch gut finde zum Beispiel, weil das halt irgendwie signalisiert, es ist ja nicht vorbei, wir sind hier gearbeitet, hier geht es voran, es kommt immer was Neues. So sterile, fertige Büros halte ich gar nicht für so hilfreich, zumindest nicht in unserem Bereich. Also es gibt so ein paar Sachen, die dann schon so, wo ich sage, ah, okay, lass das mal so machen, das passt ganz gut. Oder klar, finde ich es wichtig, dass wir da auch irgendwie ab und zu zusammenkommen, dass ich so eigentlich die These habe, Homeoffice finde ich nicht so gut, weil ich glaube, halt gerade eine Firma wie unsere, wo es um Kultur geht, die kann sich eigentlich nur bilden, wenn die Leute auch meistens gemeinsam irgendwo sind. Also so ein paar Überlegungen habe ich dann schon. Aber sonst jetzt keine harten New Work. Also dieses Remote-Arbeiten macht ihr wenig, beziehungsweise wird bei euch nicht gewünscht? Machen wir wenig. Also gewünscht, es gibt immer wieder Situationen, wo das so ist. Und klar, der eine oder andere, für den ist das auch mal wichtig. Aber wir haben jetzt nicht so das Thema, wo andere Firmen ja auch mit rausgehen und sagen, ey, bei uns kannst du von zu Hause arbeiten, musst nur einen Tag die Woche kommen, so ungefähr. Oder das haben wir nicht. Also wir sagen, bei uns normal ist 5 Tage im Büro. Es gibt Ausnahmen, aber jetzt nicht so den Plan. Gibt es Arbeitszeiten feste? Oder gibt es eine Kernarbeitszeit, wo man gewünschte Anwesenheit hat? Ja, so sagen wir mal so, je nachdem. Es gibt bei uns kommen auch mittlerweile, wenn du 100 Leute hast, dann kommen natürlich manche einfach gerne um schon vor 8 ja. und wollen anfangen, weil es so ihre Art ist und wollen dann aber auch um 3:45 gehen. Und andere kommen halt irgendwie um kurz vor 10 und sitzen dann da bis abends um 7. Also so, das ist so. Aber und dann gibt es saisonal vor dem Event. Ja, genau. Natürlich, welche, die sind dann irgendwie den Wochen davor bis nachts um 1 da. Ne? Das heißt, ihr seid da noch ganz relativ klassisch aufgestellt, sage ich ja. mal. Und da ist aber nicht auch der Umbruch irgendwie geplant. Habt ihr ein Großraumbüro? Ja, wir haben so verschiedene Großräume, ja. Weil das ist ja gerade so der Trend, dass alle Leute sagen, okay, wir gucken uns jetzt mal die jungen, dynamischen, die so gewachsen sind in den letzten Jahren. Und ihr seid ja jetzt auch noch nicht so alt. Ja. 6 Jahre? Ja, also mit der Vollzeit jetzt 5, 6 Jahre, ja. Also da wächst man halt mit 100 ist man dann ja schon in so einer Größe. Ich kann mir vorstellen, dass bei 100 gerade so die Anzahl kommt, wo es halt auch schwierig wird zu überschauen, wer macht hier was eigentlich. Auf jeden Fall. Also wo es so ein bisschen, also ich kenne noch alle namentlich so, klar, aber wo man so ein bisschen merkt, ach Mensch, mit dem habe ich jetzt aber lange nicht mehr gesprochen, ich weiß eigentlich gar nicht, was der so macht, innerlich oder auch privat oder so. Ist deine größte Firma bisher, ne? Von den Personen her auf jeden Fall, ja. Wie fühlt sich das an, so für quasi Verantwortung für 100 plus zu übernehmen so langsam? Merkt man, also nimmt man das anders wahr, oder? Auf jeden Fall, also klar, ich sehe auch die Personalkosten und so und das Interessante bei uns ist ja auch, das ist jetzt ja ohne Investoren, wir haben das jetzt ja aufbauen können aus eigenen Mitteln und dann fragt man sich halt schon, wohin geht jetzt die Reise, was muss ich für... Ich bin nämlich die letzte Instanz irgendwo. Das ist schön, noch gleich viel Verantwortung. Man fragt sich, wie kann ich die Leute irgendwie mit dazu bekommen, dann selber auch Verantwortung zu nehmen, auch mitentscheiden zu können über ihre Firma. Aber erstmal freue ich mich. Also ich bin niemand, der jetzt Angst hat vor Verantwortung. Also ich übernehme gerne Verantwortung und macht mir auch Spaß, da sozusagen ein bisschen vorauszurennen. Ich müsste jetzt nicht immer das Gesicht sein. Das habe ich jetzt auch so akzeptiert und in vielerlei Hinsicht macht es auch Sinn. Aber es ist auch wichtig, andere Leute mehr ins Rampenlicht zu schieben von uns. Aber so, also grundsätzlich bin ich da gerne so der Vorausläufer. Ist okay. Warst du vorher, glaube ich, nicht so? Du warst eher der Hintergrundtyp, ne? Vorher hatten wir einfach andere Firmen. Ja. B2B-Firmen, okay. Die jetzt gar nicht vom Geschäftsmodell her so erfordert haben. Da habe ich auch so ein bisschen natürlich dem ganzen Gesicht gegeben, aber es hat halt viel, viel weniger Leute interessiert und auf kleinerer Flamme, so halt B2B, ne? Unterstützt ihr, beziehungsweise beteiligst du dich selber oder als Firma bei Startups auch? Oder macht ihr? Habe ich mal eine Weile gemacht. So nach den ersten 2 Firmenverkäufen dachte ich, jetzt mache ich das auch und so. Und habe da so viel Pech gehabt und Scheiß erlebt und Geld verloren am Ende auch, wo ich so dachte, okay, komm, entweder macht man es richtig und dann wirklich wahrscheinlich Vollzeit und mit richtig vielen Beteiligungen und so oder halt gar nicht. Und jetzt mache ich im Moment gar nicht. Was ist so der nächste heiße Scheiß bei Startup? Was glaubst du da, wo du sagst, da wird sich jetzt so einiges tun? Ja, 2020 ist halt so ein bisschen Abrechnung für viele Sachen. Ja, geht ihr da auch drauf ein oder macht ihr eine Abrechnung? Weil nee. Ihr seid ja in einigen Sachen schon ein bisschen provokativ auch mal. Ja, aber nee, jetzt keine harte Abrechnung, überhaupt nicht geplant. Also ich bin jetzt meistens nicht so geflasht von so Zahlen, so künstlichen Eingriffen, jetzt irgendwie wird 30, wird 40, wird 50. Runde Jahreszahlen, klar guckt man sich an, ist immer ein schöner Aufhänger für irgendwas, aber jetzt so richtig, dass man sagt, okay, jetzt muss ich mal reflektieren. Das versuche ich so ongoing zu machen und auch abseits von anderen. Ja, hatte letztes Jahr auf dem OMR, glaube ich, das Thema Voice, ne? Das Smartphone immer weniger wird, dass es ein Folgemedium geben wird, mit dem man kommuniziert. Ja, also das auf jeden Fall ist ja weiter ein Thema. Ne? Also viele Sachen. Was passiert als nächstes, wenn das Handy weg ist?
Also ich glaube, es geht so schnell nicht weg. Also da bin ich. Also nee. Nicht, dass es in irgendein anderes Device wechselt? Also gab es ja schon, ja, also die verschiedenen Versuche mit den Uhren und das klappt ja auch ganz gut, aber die meisten Leute, die ich kenne, die eine Apple Watch haben, haben auch irgendwie trotzdem noch ein Phone dazu. Ja. Also es ist dann mehr so ein ergänzendes Ding und auch mit den Brillen und so. Also ich finde, auch Handy ist ja eigentlich so ein bisschen so ein falscher Begriff dafür. Ich telefoniere mit dir eigentlich gar nicht mehr. Also nur noch dreimal am Tag und mache viel mehr anderes. Also es ist ja eher so eine private Kiste, die man so mit sich rumträgt. Und ich glaube, diese kleine private, wie sagt man dazu, ja, dieser private Streifen. Device. Ja, das bleibt erstmal. Das bleibt erstmal. Wenn du mit deinem Wissen heute nochmal mit aus der Schule gerade mit dem Abitur rauskommst, was willst du machen? Also ich glaube, also meinst du rein innerlich? Worauf würde ich also um zu sagen, deinen beruflichen Werdegang zu bestreiten. Ich würde mich weiter gucken, also ich glaube, man muss auch wissen, was man persönlich, wofür man steht, woran man Interesse hat, was einen berührt. Und bei mir war es halt immer so innerlichere Sachen, journalistische Sachen. Ich habe ja schon eine Schülerzeitung und als Schüler halt irgendwie Lokalsport und so Sachen gemacht. Das war immer mein Thema. Und insofern, ich glaube, if you're good at something, money will come. So, und ich war halt immer interessiert zumindest und dann auch vielleicht gut bei Inhalten. Ne? So Marketing, Medien, das ist ja inhaltliche Sachen. Und das, glaube ich, würde ich halt wieder so machen. Da würde ich gucken, was passiert da heute. Da würde ich dann entsprechend mich hinbewegen. Und das würde ich auch eigentlich jedem empfehlen. Jetzt nicht, weil das gerade heiß ist, jetzt auf Logistik zu gehen. Ich bin null ein Logistiktyp. Ne? Da muss man Execution geil rechnen und abschätzen und weiß nicht, irgendwie kann ich jetzt nicht besser als andere, aber so mir überlegen, was passiert gerade in der Medienwelt, was wollen Leute jetzt vielleicht mal hören, worum muss man sich manchmal kümmern, wie kriegt man Aufmerksamkeit, das würde ich weiter suchen. Was war dein größter persönlicher Fail mit Internet oder Digitalisierung, wo du sagst, so, meine Herren, da habe ich mich aber selbst übernommen oder selbst überschätzt, das hätte ich ganz anders eingeschätzt, da habe ich einen Fehler gemacht oder das habe ich halt total unterschätzt vielleicht auch? Also da gibt es so das eine ganz große Ding, gibt es Gott sei Dank nicht, aber ich hätte viel früher zu Instagram gehen müssen. Also ich ärgere mich jetzt, ich habe irgendwie, weiß nicht, 7000 Instagram-Follower, sowas. Ich tue jetzt auch nicht viel dafür, aber es ist natürlich eigentlich bitter. Und hätte ich jetzt irgendwie vor zwei Jahren, drei Jahren damit, oder ich habe ja vor einem Jahr angefangen, hätte ich ja vor drei Jahren mit angefangen, dann wäre das für uns super hilfreich, ein großes Instagram-Profil zu haben. Habe ich nicht gemacht, war mir egal. Habe ich so ein bisschen, die Journalisten bei uns im Team haben drüber geschrieben, haben es beobachtet, ich habe es auch drüber analysiert, aber habe nie was Eigenes gemacht und das war total dumm. Als Beispiel, es ist auch nicht. Spielt ihr eigentlich YouTube auch als YouTube, also richtig als Interaktion in der haben Community? Haben wir probiert. Ich habe auch mal versucht, irgendwie YouTuber zu werden, zu einer Zeit, als ich eigentlich hätte Instagramer werden sollen. Und selbst das YouTuber-Werden hat nicht geklappt. Also nicht immer hat man dieses Timing wie bei Podcasts, wo wir zur richtigen Zeit genau das Thema losgetreten haben. Bei Instagram habe ich das halt verpasst und bei YouTube, glaube ich, haben wir es vielleicht auch verpasst oder da ist es einfach auch sehr schwer. Da ist jetzt nicht, wo ich sage, Mensch, da hätte ich jetzt auf jeden Fall was Geiles bauen können, weil Bewegtbild ist schon monsterschwer, gerade so in unserem Space mit B2B und so. Also das kann ich sagen. Ansonsten auch die größten wirtschaftlichen Rückschläge, wo Geld verloren mit Startups oder so, habe ich witzigerweise bei einer Offline-Firma immer so beleuchtete Bilderrahmen gemacht, so auf Interior Design mäßig, sahen super aus, aber das hat echt nicht funktioniert, hat uns echt sechsstellige Summe gekostet. Oh. Aber also eigentlich kein Internetfehler. Welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die du gerne beantwortet würdest, dass ich sie noch stellen kann? Oha. Nee, da wüsste ich jetzt keine. Also außer, warum sollte man am 12. und 13. Mai zu OMR kommen? Das ist ja wahrscheinlich schon klar, oder? Das ist klar, ja, da gibt's tausende von guten Gründen. Gibt's einen Grund, der dagegen spricht? Null. Da spricht nichts dagegen. Also wir machen uns da so viel Mühe, wenn man in der Branche ist und Bock hat auf die Themen und auf ein bisschen einfach ein gute Tage zu haben mit Konzerten, mit coolen Leuten, mit Essen, mit einfach voll Inspiration. Machst du danach eigentlich erstmal Urlaub immer? So, ja, so ein Versuch, also ein bisschen klar lockerer laufen lassen, aber du hast danach noch echt auch viele Folgethemen. Also direkt den Tag danach hast du mit Abbauthemen, ja, Abrechnungsthemen, also da bist du nochmal locker an zwei Wochen beschäftigt, bis das alles einigermaßen wieder verdaut ist, weil so viele Themen anfallen, auch so viele Leute sich noch melden und noch, ja, also, aber dann ist es auch schon fast wieder so, dass wieder das normale Leben da ist und man schon wieder so drin ist. Ich mache eigentlich zu wenig Urlaub, hoffe ich, dass ich das eines Tages nicht sage. Aber im Moment könnte man das so argumentieren.
Was wäre dein persönliches Highlight für ein OMR, wo du sagst, so, ja, komme ich gerade irgendwie nicht dran oder das ist irgendwie unerreichbar gerade noch? Für einen Gast oder so? Für einen Gast, für ein Konzept, was auch immer. Konzert, sagen, Kunde. Das würde ich mir wünschen, aber es dauert noch, bis Sponsor. Ich dahin komme. Mhm. Also im Musikbereich muss man sagen, internationale Superstars. Wir haben jetzt in Deutschland eigentlich alles, was Rang und Namen hat, an Musikstars immer da. Ihr seid natürlich auch privilegiert, was gerade Hip-Hop angeht in Hamburg. Ja, ne? Absolut, aber wir werden das sicherlich so fortschreiben in Deutschland, das geht, da können wir uns mit jedem irgendwie einigen, dass es passt. Aber international, das ist schon auch die größere Aufgabe, als irgendwie, dass du da jetzt mal eine Band oder einen Künstler, den einfach jeder kennt in Deutschland, der aber aus den USA kommt, dahin holst. Das ist viel, viel Arbeit, viel auch wirtschaftlich eine Frage, Produktionskosten und so weiter. Das würde ich mir wünschen, dass wir das schaffen, dass wir da noch internationaler werden auch. Wer wäre dein Wunsch-Act? Ja, also wenn man jetzt wünschen kann, klar, dann wäre das natürlich... Ja, oder keine Ahnung, wenn da jetzt Jay-Z auftritt oder so, dann wäre natürlich alle so, okay, what the fuck is going on, ne? Ja. Aber das würde man sich ja schon, also wenn ich träumen dürfte, klar, eines Tages, dass der Typ da rappt so, ne? Das wäre natürlich gigantisch, aber das sind natürlich wirklich Stretch-Goals. Was sind die größten Herausforderungen, die ihr beim OMR noch habt, so, außer Personal? Ich würde sagen, auch einfach die operative Exzellenz, das gut hinzubekommen, dass da die richtigen Leute, dass da immer auch jedes Jahr wieder neue geile Menschen aufeinanderprallen und dass wir das so als Erlebnis bauen, dass es wirklich allen gefällt. Also, dass du da jetzt nicht in der Stange stehst, sondern dass du da denkst, Mensch, ich bin ja super smooth hingefahren, hab das gekriegt, was ich wollte, hat mich begeistert, hat mir keinen Stress gemacht, ich bin jetzt nicht groß nass geworden oder abgezogen worden oder das ist einfach ja auf dem Niveau nicht so einfach, weil häufig das Problem ist, wenn da jetzt irgendwie tausend von Menschen irgendwo einchecken oder eine Jacke abgeben wollen oder so oder whatever, in ein Hotel suchen zu vernünftigen Preisen, da fängt es schon an, dass die Hotels hier da teurer werden. Also das ist so, das im Griff zu behalten, ist das Schwierigste eigentlich. Kam da irgendwann mal so ein Moment, wo du gemerkt hast, okay, OMR wird jetzt groß? Kam da mal so ein Angstmoment, wo du gedacht hast, boah, wie gehe ich damit um? Auf jeden Fall. Also jetzt, gerade dieses Jahr haben wir gesehen, dass irgendwie, wenn man so bei Booking und HS guckt, dass die Hotelpreise zum ersten Mal halt höher sind als sonst an einem Dienstag oder Mittwochabend oder Montag. Und es war nichts in Hamburg. Es war jetzt kein Hafengeburtstag oder kein HSV oder keine andere Messe, wo auch. Es war eigentlich jetzt so, von den größeren Dingen in der Stadt war halt nur OMR. Und du siehst halt, fuck ey, die Hotelpreise gehen hoch und unsere Besucher müssen mehr Geld bezahlen, als es mir lieb ist. Wir haben ja schon eigentlich sehr günstige Ticketpreise und alles, weil wir halt Leute entlasten wollen, weil wir wollen, dass alle dabei sein können. Und wenn dann halt auf einmal ein Hotel, von dem ich gar nichts auch habe, dieses Gesamtpaket dann für einen Besucher teurer macht, dann ist es schon scheiße. Und dann weiß ich natürlich auf der einen Seite, das passiert halt nur jetzt in der Stadt, weil halt wir die Stadt voll machen. Und das ist dann ein Zeichen, wie geil das ist, wie groß die Resonanz ist. Aber gleichzeitig denkst du dir auch, ey, ich hab's nicht in der Hand. Jetzt können die hier irgendwie Leute raushalten, indem sie die Preise hochziehen. Und ich kann nichts tun, ne? Habt ihr schon darüber nachgedacht, den OMR als Wanderzirkus irgendwo hinzuschicken? Ich weiß, ihr seid ja in Köln mit der DMX mit eurer Party immer. Da seid ihr ja schon zwei Veranstalter, glaube ich, zum starken Wettbewerber geworden in vielen Bereichen. Also das ist der Konflikt, wo man hingeht tatsächlich, vor allem als Kölner. Das ist halt schwierig, weil da auf der einen Seite natürlich die Loyalität für deine Veranstaltung, wo du die letzten 6 Jahre warst irgendwie hast und dann kommt ein neuer, wo du halt sagst, okay, ich kenne viele Leute aus Hamburg zum Beispiel, weil ich in Hamburg gearbeitet habe und dann sage ich halt, OMR-Leute, die triffst du dann auch da, gehst jetzt dahin, machst einen Switch und werdet ihr dann noch an anderen Stellen disruptiv einsteigen? Nee, das ist bei Demexco, dadurch, dass die auch natürlich eine große Plattform sind, hat das gut gepasst, schon vor Jahren, wir machen ja auch schon seit vielen Jahren die Party, also insofern, das ist jetzt, sowas ist in der Form jetzt nicht unbedingt geplant, kann auch mal hier und da passieren, aber jetzt nicht im größeren Stil. Und auch das generell, das Ding ist in so mittlerweile in Hamburg jetzt auch eingebunden. Du kriegst die Hallen ja zum Teil gar nicht. Also was wir da aufziehen jetzt, wir haben jetzt im kommenden Jahr zum ersten Mal das gesamte Hamburger Messegelände. Wenn ich jetzt irgendwo anrufe und sage, hallo, ich würde gerne ein Event machen, ich brauche übrigens das ganze Messegelände für ein paar Tage, dann sagen die meisten ja, okay, dann wer sind sie? Und dann sind sie noch ganz dicht und melden sich mal an fürs Jahr 2027, weil einfach die Eintrittsbarriere in unserem Bereich ist einfach die Lokation. Also du kannst in Hamburg nur in der Messe machen. Du kannst in Deutschland wahrscheinlich OMR überhaupt realistisch in der Form, wie wir es machen, auf dem Berliner Messegelände und auf dem vielleicht nach Frankfurter Messegelände, weil es auch von den Städten her zentral ist und irgendwie größer und so, das passt.
Aber da sind natürlich auch andere Messen und tausend Sachen. Weil Zebel hat ja Platz geräumt. Genau, genau. Nach Hannover können wir uns auch, aber jetzt OMR nach Hannover bringen, ist auch nicht so richtig das Passende. Wir fahren nicht aus Hamburg. Genau, genau. Also das heißt, aber du weißt ja, früher, als wir noch kleiner in irgendeinem Musikschuppen waren, da gibt es natürlich tausend Musikschuppen, aber wenn du jetzt ein Messegelände brauchst, da bist du eingeschränkt. Ne? Und so. Was hat den Erfolg von OMR ausgemacht für dich? Was glaubst du? Was da der knackende Punkt war, außer der richtige Moment von Aufmerksamkeit durch Podcast und Thematik, sondern... Auch der richtige Moment, dass wir angefangen haben, als Google und Facebook natürlich super klein waren. Und das waren ja so ja, normale Firmen. Jetzt sind es die wertvollsten, wichtigsten Firmen der Welt. Und diese Reise haben wir ja sozusagen, oder diese Welle sind wir ja mitgesurft. Und das war natürlich mega für uns. Da konnten wir auch nicht viel dafür. Und wir haben es dann aber, glaube ich, gut gemacht und hatten dann halt nochmal diesen Ansatz, halt so eine Medienmarke zu bauen. Wir sehen uns ja selber als Medienanbieter und nicht so sehr als Eventanbieter. Sondern wenn du zu uns kommst, klar, ist ein Event, aber du kennst ja den Podcast, du kennst uns über Jahre von den Artikeln, von tausend anderen Sachen. Also du hast halt eine ganz andere Berührung mit uns, als wenn du einmal in deinem Leben zu einer Messe gehst oder einmal im Jahr zu irgendeiner Messe gehst und dann ist sie wieder weg. Und ich glaube, diese Idee gehabt zu haben, zu sagen, wir sind eine Medienmarke, das war, glaube ich, ganz gut. Und letzten zwei Fragen. Welche Trends sollten Startups, um Aufmerksamkeit zu bekommen, von einem Marketing-Experten empfohlen, quasi jetzt sich mal ein bisschen genauer angucken? Also, weil ich glaube, das Online-Marketing und Targetieren und weiß nicht, was da reden alle momentan drüber, aber es muss ja noch irgendwelche anderen Sachen geben, außer Growth. Oh nee, ich habe noch eine Frage vorher. Was ist Growth Hacking? Growth Hacking ist, glaube ich, so der Begriff, den habe ich mir nicht ausgedacht, aber ich glaube, den gibt es ja so in der Branche, wie man schnell Reichweite, Kunden gewinnt, also Wachstum und wie man das irgendwie Tricks und Kniffe beschleunigen kann. Okay. Ja, weil vorhin kamen Leute und haben uns genau diese Frage gestellt und das halt teilweise auch auf andere Bereiche übertragen wollen als auf Marketing. Deswegen, ja, ich würde sagen, das ist schon im Kern ein Marketing. Ja. Okay, also die drei Tipps, Trendthemen irgendwie, wo du sagst, Leute, haltet das im Auge. Als Gründer, um jetzt hier auch den Anlass auch hinten so ein bisschen so abzubinden? Also ich würde mal sagen, so ein paar Hygienefaktoren, wenn du irgendwie jemanden auf deine Website loggst, stell sicher, dass da irgendwelche Retargeting-Kampagnen aktiv sind, das heißt, ne, dass dann, wenn er einmal kommt, dass du das Cookie gesetzt hast, dass du ihn wieder erreichen kannst. Das ist einfach total dumm, jemanden für viel Geld und mit viel Mühe zu gewinnen und ihn dann ohne mit Retargeting, ist ja extrem günstig, ihn zu markieren, wieder gehen zu lassen. Also das ist so, das fällt mir immer wieder auf. Ich glaube total auch irgendwie daran, einen Newsletter aufzubauen, Adressen einzusammeln auf verschiedensten Arten und diesen Newsletter individuell, leidenschaftlich, sehr persönlich zu bespielen, Mails zu schreiben. Daran glaube ich total. Und ich würde auch sagen, auch in 2019, 2020 passende Mikro-Influencer sozusagen zu finden, macht total viel Sinn. Das ist immer sehr kräftig. Du kriegst ja über fast nichts anderes mehr irgendwie Reichweiten-Differenzierung. Also du kannst natürlich bei Google hingehen, aber das kann jeder. Und bei den Influencern kann auch jeder hingehen, aber da ein bisschen tiefer zu recherchieren, dich ein bisschen mehr zu bemühen, Deals zu bekommen mit Influencern, die andere nicht bekommen, da kann man sich viel einfacher differenzieren als bei Google, weil da kannst du nur ins Interface rangehen und das machen, was da alle machen, nämlich Worte eingeben und Geburtspreise eintragen. Das kannst du bei Influencern, hast du viel mehr Möglichkeit, was Eigenes zu machen und Leute zu entdecken und Ideen zu produzieren. Deswegen halte ich das für einen wichtigen Kanal nach wie vor. Und letzte vielleicht noch. Sind schon drei? Es waren drei, aber nehmen wir noch ein viertes noch, komm. Nehmen wir noch dazu. Also was ich jetzt auch sehe, das ist, glaube ich, auch so eine der Kerntaktiken des Growth Hacking, hatten wir ja gerade, ist halt dieses Referral-Marketing. Ja. Also wenn du einen Kunden hast, auch da, mach mehr draus. Ne? Wenn du einen Besucher hast, mach mehr draus. Gib ihm, nutze ihn im Retargeting, sprich ihn wieder an. Und wenn du einen Kunden hast, mach ein Referral, wo du sagst, hey, wenn es dir gefallen hat und du jetzt irgendwem uns weiterempfehlen würdest, kriegst du noch einen nachträglichen Discount oder sowas. Ist wirklich das Effizienteste im Growth Hacking, was überhaupt geht. Referrals, 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 also einfach Leute, die dein Produkt gekauft haben, zu Multiplikatoren zu machen. Das ist echt, das lassen auch viele noch nach wie vor liegen. Dann hatte ich vorhin noch einen Podcast mit einem Startup, die aus Dortmund kommen und sehr erfolgreich Sportartikel verkaufen. Die haben gesagt, der Philipp, der hat uns irgendwo erwähnt und empfohlen, seitdem war es richtig gut. Ja? Deswegen kannst du jetzt, wenn du jetzt zwei Startups zum Abschluss noch empfehlen müsstest, wo du sagst, Leute, guckt euch die mal an, die machen einen geilen Job, die finde ich spannend, wenn du diese Werbung jetzt verschenken musst. Also ich finde in Hamburg eine Firma gerade ganz interessant, die machen so Marktforschung, also in Echtzeit. Die Firma heißt Apinio. Da ist es halt so, du hast irgendeine Frage, wie würden das mehrere tausend Menschen finden, also repräsentativ. Und dann sitzt du halt in einem Meeting, gibst diese Frage in die App ein und dann haben die da so viele User, die dann halt
sofort abstimmen und dann kannst du doch im Meeting sagen, ja übrigens, ich habe mal geguckt, das würden die Menschen dazu sagen. Und das finde ich so einen geilen Use Case, irgendwie, was die da machen, das haben viele nicht gecheckt. Ich halte das fürs Business, auch für so Termine mit Kunden, mit Konzernen, wo man so Entscheidungen treffen muss, total cool. Das ist ein bisschen wie Ask the Internet, ne? Ja, so. Also das finde ich schon ganz gut. Eins, was gibt's denn noch so, was mir aufgefallen ist? Ein anderer Kumpel von mir, der hat früher diese Uhren gemacht, Captain and Son. Der macht jetzt eine neue, also weißt du, diese etwas klassischen Uhren, ja. Jetzt, so, der war ja mega hip, hat das gut gemacht und jetzt macht er halt so eine neue Klamottenfirma, Charles heißt die, und die arbeitet im Wesentlichen über einen Messenger. Also da gibt es einen Messenger, so eine App, habe ich mir jetzt mal ein paar Klamotten bestellt, fand ich irgendwie ganz cool. Wird nicht ganz so einfach, glaube ich, wie Captain and Son, aber kann man sich immer angucken, ist was ganz Neues, eine ganz neue Art von E-Commerce. Und die allerletzte Frage ist, bevor du dich ins Gästebuch einträgst, ist, du darfst dir für unsere Playlist On Tour Rocks einen Song, der da drauf soll. Die einzige Bedingung, die er erfüllen muss, er muss bei Spotify verfügbar sein. Darfst auch noch einen Moment drüber nachdenken, wenn du möchtest. Also das All-Time-OMR-Lied ist ja Türlich, ne, von Bo. Das auf jeden Fall gleich schon mal drauf, ja, stimmt. Und ich glaube, das muss da drauf. Du darfst ja noch ein zweites aussuchen. Ein zweites. Also was Aktuelleres? Wir haben mit 80er, 90er Jahre mit Tricky und Run DMC und sowas haben wir angefangen. Wir wollten eigentlich Chevy Lady haben, aber das wäre halt ganz geil gewesen. Aber du kannst dir ja vorstellen, was das an Kosten mit sich bringen würde. Beziehungsweise wie leicht Dieter Bohlen in deinen Podcast kommt. Ja. Wie heißt denn das Lied? Boah. Also dann kannst du es auch im Nachgang. Alles klar, dann schicke ich. Wobei, es gibt zu viel. Ich schicke was. Ja, das soll eins sein, wo du auch sagst, Genau. Ja, ansonsten hoffe ich, hast du dich wohlgefühlt. Absolut. Vielen Dank für die Zeit. Bis bald nochmal und jetzt danke dir. Kannst du hier eintragen, Fotos kriegst du zugeschickt. Alles klar, ciao, ciao. Backstage, der We Show It Podcast hinter den Kulissen von Wirtschaft und Industrie. Praxisnah um die Ecke gedacht und auf Tuchfühlung mit den Machern. You know it, we show it.